Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Derby zwischen dem Wanderers Kärnten und unseren Gästen von HC Landsberg. Servus. Für unsere Gäste hier Coach Andi Zeck. Und für uns wie immer Coach Alfred Weindl. Ja, Wanderers haben für die Personalprobleme, mit denen wir zu kämpfen hatten, relativ deutlich 6:2 gewonnen. Andi, du hast das erste Wort. Was sagst du zum Spiel? Danke. Von meiner Seite guten Abend zusammen. Erstmal Gratulation zum Sieg. Ja, bei uns ist das Problem jetzt einfach am ersten Drittel losgegangen. Wir haben da schon vermissen lassen, dass wir zu 100% präsent sind, dass wir unsere Defensive spielen sollen, wie wir die 5 Spiele zuvor gemacht haben. Dann in der Drittelpause zu sagen, ja, ist klar, dann gehen wir jetzt fangen wir an. Das funktioniert dann natürlich nicht, wenn man schon von Anfang an nicht voll da ist. Und es hat sich bei uns das ganze Spiel durchgezogen, dass wir dann immer einen Schritt zu langsam waren, hinterhergelaufen sind, vom Tor die Chancen nicht reingemacht haben. Und ja, wenn es halt dann so läuft, dann verlierst du das Spiel, das ist ganz klar. Ich muss aber auch sagen, dass nicht nur die zwei Mannschaften ihre Leistung bieten. Ja, Alfred, ich habe es gerade schon angesprochen, diesmal ohne 7, trotzdem wieder starke Leistung. Was sagst du zum Spiel? Ach mein Gott, ich kann nur sagen, gut ab von meiner Mannschaft, weil was die leisten, also nicht jetzt nur heute, sondern die ganzen Spiele, die ganzen Wochen vorher. Ich meine, auch in der Phase, wo wir mal öfter hin und wieder mal ein Spiel verloren haben. Jetzt ist immer weiter Sonnenschein, wenn wir ein Spiel verlieren, dann ist wieder traurig. Ich meine, das ist zwar normal, aber ich sage, auch da hat die Mannschaft schon vieles geleistet und heute ist es halt einmal wieder belohnt worden. Und ich sage, wenn wir auf der Linie weitermachen, unser Defensivspiel weiter durchziehen und das werden wir auch tun müssen aufgrund der Personalsituation, weil uns fallen ja jetzt nicht erst seit dem heutigen Spiel 6 Spiele, uns fallen ja die schon seit Wochen. Ich meine, wir waren seit dem 4. Punktspiel in dieser Saison nicht mehr komplett, kein einziges Mal. Aber die Leute, die immer wieder einspringen, muss ich sagen, die bringen auch immer im richtigen Moment eine Leistung. Die Mannschaft an sich, es kämpft jeder einer für den anderen und da kann man halt oft auch vieles bewegen. Aber die spielerische Qualität sicherlich auf der Landsberger Seite erst einmal gewesen ist vor dem Spiel, aber wir haben auch gewusst, wir haben in Landsberg gewonnen. Also ich sage, man hat es uns schon zutrauen können, wenn wir unser Spiel sauber durchziehen, dass wir vielleicht das eine oder andere Pünktchen machen, dass 3 werden, das war unser Wunsch oder unser Plan, sollen sie jetzt wollen. Wir sind wieder in der Spur, es geht um einen 10. Platz und machen halt weiter. Andi, du hast angesprochen, von Anfang an nicht so richtig präsent, hat vielleicht die Ausfallliste, wenn man das sieht, wer bei den Wanderers gewinnt, hat das psychologisch vielleicht so viele Auswirkungen gehabt? Nein, ganz abschalten kann man das natürlich nicht, das ist klar. Wenn man das weiß, dass auf der Gegenseite etliche Spieler fehlen, dann ist das die Schwierigkeit, das im Kopf einfach auszublenden und es war vielleicht dann auch mit dabei, wir haben das aber extra angesprochen, dass es keine Rolle spielt, weil wenn 5 Leute auf dem Eis stehen und man spielt gegen eine Mannschaft, die man zu Hause schon verloren hat und dann muss man das einfach ausblenden können, vielleicht hat es eine Rolle gespielt. Aber auf das schiebe ich es jetzt eigentlich nicht im Ganzen gesehen. Ich denke, die letzten 5 Spiele, aus den letzten 5 Spielen haben wir jetzt 13 Punkte geholt und vielleicht war man sich da auch von der Seite ein bisschen zu sicher. Aber man sieht, man muss nächste Woche wieder ein Training angreifen, zu 100% im Training seine Leistung bringen und dann die Augen im Spiel wieder ausreißen. Du hast gerade das Defensivkonzept angesprochen, das man jetzt momentan verfolgen muss, sage ich mal. Das wird wahrscheinlich auch eine Kräftefrage sein. Obwohl jetzt der Kader relativ klein war hinten raus, war ist eigentlich die Kraft nicht ausgegangen, habe ich so das Gefühl gehabt. Liegt das auch ein bisschen am Defensivkonzept, weil das nicht ganz so intensiv ist, wie wenn man ständig in die Offensive geht? Das ist erstens richtig, weil wenn ich ständig natürlich nach vorne rein will, einen Löcher habe, dann muss ich ständig wieder zurückrennen. Das kostet ja wesentlich mehr Kraft. Dann ist es natürlich so, dass jetzt in die letzten Spiele ein bisschen weniger Startzeit nehmen müssen. Und das spielt auch eine gewisse Rolle. Und wir können auch halt sauber mit 3 Böck schön durchwechseln. Wir haben einen guten Wechselrhythmus und das ist eigentlich dann am Schluss, haben wir die Kraft gehabt. Wir haben vorher ein bisschen Phasen gehabt, wo wir mit 2 Reihen teilweise reagiert haben. Das war vielleicht mal zu früh. Aber ich sage gerade jetzt, die jungen Spieler in der dritten Reihe, die haben sich gesteigert und können aber jetzt eigentlich voll da mitspielen. Und das ist der entscheidende Fakt, weil die Gruppe jetzt wieder ein bisschen mehr Kraft hat. Gut, gibt es noch irgendwelche Fragen? Was ist mit dem Schittenhelm und mit den Verletzten? Schittenhelm hat eine Knochenhautentzündung, ist noch nicht abzusehen, wann er kommt. Aber nächste Woche, also auf jeden Fall sicher noch nicht. Und Gobiasch mit dem Knie, es ist sowieso auch nicht abzusehen, wann das wieder gut ist. Und dann haben wir noch
jetzt. Der Czajka wird es vielleicht nächste Woche vielleicht wieder geben. Toshi. Und beim Toshi ist es ähnlich. Und bei dem, ja, sonst haben wir eh schon, der Götzgar, der hat halt Fieber gehabt. Also ich meine, der ist nächste Woche sicher wieder da. Ja, Rossi wird, es wird sicher mit dir bis Ende Januar, bis er wieder topfit ist. Also so lange wird es sicher dauern. Okay. Gut, wenn es das war, dann dürfen wir uns von unseren Gästen verabschieden. Gute Heimfahrt und weiterhin eine erfolgreiche Saison. Und wünschen wir uns natürlich auch für uns eine erfolgreiche Saison und einen schönen Abend an alle. Vielen Dank.